Vielen Dank, Herr Professor Dr. Römermann. Ja, ich bin gar nicht aufgeregt, doch ich bin aufgeregt. Das ist auch mein First Time heute. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Und das Thema ist heute deutsch-polnische Geschäftsbeziehungen. Und bei der Betrachtung deutsch-polnischer Geschäftsbeziehungen kommen wir nicht umhin, gewisse Klischees und Vorurteile genauer zu beleuchten. Und unsere Protagonisten in dieser Fallbetrachtung sind der deutsche Hans Müller, Prokurist der XY GmbH, und der Pole Adam Nowak, Geschäftsführer eines dortigen Großhandels. Ich glaube, ich kann jetzt loslegen. So. Herr Müller hat die Order bekommen, im Namen der XY GmbH eine sehr große Marge an Möbeln einzukaufen, und fragt diese in Nowaks polnischem Großhandel per E-Mail an. Zwei Wochen später wartet Müller immer noch auf eine offizielle Stellungnahme und beschließt, den Kundendienst anzurufen. Obwohl mit einem perfekt deutschsprachigen Kundenservice geworben wird, versteht Müller leider nur Wortfetzen, die sehr wenig Sinn ergeben. Und er beschließt, den Geschäftsführer direkt anzurufen. Aufgrund der sehr hierarchischen Strukturen sollten Erstkontakte in Polen grundsätzlich bei der Unternehmensspitze ansetzen. Non nie ma problemu. Gar kein Problem. In Polen passiert es nämlich häufig, dass ein lukratives Geschäft erst einmal zugesagt und dann intern eruiert wird, ob man überhaupt die Kapazitäten für die Auftragsrealisierung zur Verfügung hat. Ja, wobei dieser Prozess dann auch etwas dauern kann. Polen hat eine andere Unternehmenskultur und Mentalität, auf die man sich frühzeitig einstellen sollte. Man kommuniziert weniger geradlinig, umschreibt Probleme eher, als sie direkt anzusprechen. Und daher kommt direkte Kritik im Geschäftsleben bei Erstkontakten deutlich seltener vor als in Deutschland. In den nächsten Tagen flattert eine Einladung auf Herrn Müllers Schreibtisch. Herr Nowak lädt ihn in seine Zentrale nach Polen ein, um den Deal persönlich zu besprechen. Schon 7 Tage später steht Müller in der modern eingerichteten Empfangshalle des polnischen Unternehmens. Er wird zu Nowak vorgelassen, der ihn mit herzlich willkommen Herr Geschäftsführer begrüßt. Müller möchte intervenieren, wird aber freundlich abgebügelt. Bei offiziellen Kontakten wird der Titel in Polen immer nach oben aufgerundet. So wird ein Staatssekretär zum Vizeminister, ein Vizeminister zum Minister und so weiter. Nach einem kurzen Smalltalk verabredet man sich zum Dinner in einem Restaurant. Während Herr Müller eine dicke Mappe und eine noch längere Anforderungsliste mitbringt, reduziert sich der leicht verspätete Nowak auf ein leeres Blatt Papier, einen Stift und seine äußerst adrett gekleidete Ehefrau. Müller möchte direkt ins Geschäftliche einsteigen, wird aber gestoppt. Erzählen Sie doch erst einmal ein bisschen von sich. Einerseits sind Business-Themen beim Essen tabu, andererseits ist man in Polen aber bemüht, zunächst eine gemeinsame Basis zu finden. Diese Phase mag Deutschen überflüssig erscheinen, ist aber in Polen für den Beziehungsaufbau unerlässlich, um für spätere etwaige Konfliktpotenziale eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Dies wahrnehmend erzählt Müller ein wenig belangloses Privates, um sich alsbald Nowaks Ehefrau zuzuwenden. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Osteuropäische Frauen wirken ja häufig deutlich jünger. Liegt das etwa an der erzkatholischen Lebensweise? Herr Müller bricht in schallendes Gelächter aus. Als er in ihr versteinertes Gesicht blickt, sagt er, nun mal nicht päpstlicher werden als der Papst. Die Atmosphäre ist gefrierpunktnah. Müller lässt mit Anlauf kein Fettnäpfchen aus. Polnische Frau nach ihrem Alter zu fragen. Abfällige Bemerkungen über die katholische Kirche. Mehr oder weniger offene Kritik am Gastgeber und dann noch Polen zu Osteuropa zu zählen. Durch katholischen Glauben, lateinische Schrift und politische Anbindung an Westeuropa fühlen sich Polen als Mitteleuropäer. Östlich von Polen endet die MEZ-Zone, die Kirche ist orthodox und die Schrift kyrillisch. Daher sollte man in Bezug auf Polen Begriffe wie Osten oder Osteuropa vermeiden. 95% der Polen sind Katholiken. Die Wahrscheinlichkeit, auf einen halbwegs gläubigen Katholiken zu treffen, ist extrem hoch. Scherze über Wunder, Aberglauben, die Kirche im Allgemeinen oder gar die Verdienste des polnischen Papstes Johannes Paul II. Sind daher maximal unangebracht. Herr Nowak, gastfreundlich wie Polen sind,
versucht zu retten, was zu retten ist. Und schenkt Müller erstmal einen Wodka ein. Der hebt abwehrend die Hände. Um Gottes Willen. Sowas kommt mir nicht ins Glas. Gibt's hier nichts Vernünftiges? Bier zum Beispiel? Angebotene Getränke abzulehnen gilt in Polen als extrem unhöflich. Dasselbe beim Essen. Ihr Gastgeber wird bei Essenseinladungen reichlich auftischen. Tödlich ist, jeden servierten Teller zu leeren, anstatt lieber kleine Happen zu probieren und den Koch unentwegt zu loben. Der nächste Gang kommt bestimmt. Das Essen dauert nun schon bis in die Nacht. Müller ist sehr müde und möchte nur noch ins Bett. Ihm ist aber nicht bewusst, dass sein polnischer Gastgeber das Essen nie beenden würde und der Gast daher selbst herausfühlen muss, wann es Zeit ist zu gehen. Obwohl der Abend eher suboptimal verlaufen ist, setzt man sich in den nächsten beiden Tagen zusammen, bespricht das Geschäft und einigt sich schließlich. 2 Wochen später sollen die Waren geliefert werden. Herr Müller fährt zufrieden nach Deutschland zurück. Als sich die Lieferung um 4 Wochen verzögert, ruft Müller Novak an, beschwert sich und schließt mit den Worten: Ordnung muss sein. Jeder Pole kennt diesen urdeutschen Satz. Der pedantische Deutsche mit dem Ordnung muss sein Mantra ist der absolute Klassiker polnischer Klischeevorstellung. Der polnische Umgang mit Kritik ist für Deutsche gewöhnungsbedürftig. Häufig werden unwahre Behauptungen aufgestellt, da Probleme im emotionalen Zusammenhang mit dem Gegenüber gesehen werden. Klärungen auf Sachebene sind daher manchmal ein bisschen schwierig. Das passiert glücklicherweise nicht und rechtzeitig vom Weihnachtsgeschäft ist der Deal über die Bühne. Müller ruft Novak an, dankt und stellt fest, auch wenn es Unterschiede in der Geschäftsanbahnung, im Ablauf, im Umgang miteinander und bei gewissen Gebräuchen gibt, wollen beide geschäftlich erfolgreich agieren und legen Wert auf Business-Loyalität. Also sind Polen und Deutsche sich doch recht ähnlich. Vielen herzlichen Dank. Danke.